So, liebe Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Folge FIFA 19 bei 1860. Schnell das Training machen. Ja, wir sind wieder in die Erfolgsspur zurückgekommen. Noch nicht. Das war ja hier, stimmt, das war das letzte Spiel. Ich habe mich gerade vertan. Ja, von wegen Erfolgsspur. Das hat gescheppert gegen Hansa. Das hat wehgetan. Da müssen wir jetzt in die Erfolgsspur zurückfinden. Ach ja, komm, der eine Tag macht da jetzt auch nichts mehr. Was ist jetzt hier los? Ach ja, das warst du. Genau, der Innenverteidiger. Der ein super Potenzial hat. Behalten wir mal im Hinterkopf. Weil Innenverteidigerposition ist tatsächlich nicht so das Gelbe vom Ei. Da kriegen wir vielleicht noch ein bisschen was Besseres hin. Wobei sich Weber jetzt sogar verbessert hat. Ne? Der ist ja auch hier ein Training. Ansonsten sind wir immer noch guter Zweiter, können mit einem Sieg jetzt auch noch besserer Erster werden. Ja, sollte Uerdingen nicht gewinnen, haben wir auch 2 Punkte Vorsprung. Also, liegt ganz an uns. Heimspiel gegen Wiesbaden. Okay, anscheinend habe ich den blauen Controller erwischt, aber macht ja nichts. Diesmal nicht in der... Ich glaube, ich lasse die Formation einfach so. Ich lasse auch wieder Leck spielen, weil irgendwie war Banku dann doch nicht so die Erleuchtung im letzten Spiel. Lacazette, nein. Lass ich mal da. Ich nehme mal Kusu mit. Hm? Kann man ja mal versuchen. Ansonsten, Cafaro ist auch ein bisschen unauffälliger geworden. Aber meine Güte. Oh, ja. Das darf auch ruhig so sein. Der ist jung. Hat jetzt erstmal eine Umstellung mit der dritten Liga hier. Jetzt hoffen wir einfach, dass wir eine gute Reaktion zeigen können gegen Wiesbaden. Wo auch immer die in der Tabelle stehen. Wie ist das in FIFA 19 mit der Tabelle? Kommt die, wenn man ein bisschen wartet? Hallo Fans, ihr dürft Geräusche machen, danke. Ach ja, und es knistert wieder. Natürlich. So. I want to see the table. Is the table coming? Nö. Direkt die treffsichersten Teams, also keine Tabelle. Hier vielleicht. Und da kommt jetzt direkt die Aufstellung. Ah, wie schön. Und der Trainer ist auch an beim blauen Controller. Ah, danke FIFA. Ich wüsste ja sonst nicht, wie das blöde Spiel geht. So nervig. Ich muss den da jedes Mal ausmachen. Obwohl ich es in den Optionen eigentlich schon ausgemacht hatte. Würden Sie da oben bitte rennen? Mann, das wäre so eine gute Gelegenheit direkt geworden. Ah, ja, ich wollte gerade sagen. Modica. Das darf man sehr gerne pfeifen. Ja, das geht nur in Elliots Beine. Dann ist es jetzt an mir, das Ding reinzumachen. Wie immer in die linke Ecke. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Yes! Dieses Knistern scheint wohl übrigens ein bekanntes Problem zu sein. Aber ja, muss man halt wahrscheinlich einfach auf den nächsten Patch warten. Hängt wohl wirklich einfach mit den Fans zusammen. Je lauter die Fans, desto lauter hört man dann auch das Knistern. Dann müssen wir einfach auf den nächsten Patch warten, aber bis dahin freuen wir uns übers Knistern, weil beim Knistern ist ein Tor gefallen. Unter anderem. Manchmal für mich. Manchmal nicht. Jetzt habe ich hier... Achso, das sind die vorgeschlagenen Dinger. Okay, ich verstehe. Okay, ja, so kann es doch mal losgehen, oder? Jetzt passen wir einfach nur ein bisschen auf. Aber optimaler Start für uns. Cafaro.
Und Peitz lässt sich sehr viel Zeit. Cafaro. Und Peitz lässt sich sehr viel Zeit. Ah, Mann. Das war gut gespielt, leider. Gut. Kann Bohmann halten. Und er steht so lange auf. Und jetzt den Abwurf wollte ich jetzt so gar nicht mehr. Der sollte übrigens auch komplett nach rechts unten gehen und nicht zu Elliot. Was total dumm ist. Jetzt müssen wir aufpassen. Okay, Salah. Gut. Oh, Jungs, kommt schon. Als ob ich dazu Peitsch spielen wollen würde. Ja, also. Laden wir jetzt wieder ein. Ha? Salah und Andrist und... Boah. Es wäre wichtig gewesen, wenn er dann den Ball gekommen wäre. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. War klar. Das war klar. Aber typisch. Irgendwann entwickelt man so einen sechsten Sinn dafür. Ja. Wieder dieser geile One-Touch. Ja, und Direktabnahme. Easy. Sure thing, bruh. Haut Andrist den Ball erstmal richtig in die Maschen. Nein, das sollte zu... Okay, das bringt gar nichts. Was ist denn los, Leute? Allmählich werde ich wütend. Die Pässe dürfen auch gerne ankommen. Mehr Mockenhaupt. So. Guter Einsatz hier von Lex. Und er sollte wieder zu Cafaro. Ich raste gleich wirklich aus. Das ist jetzt schon der, keine Ahnung, vierte, fünfte Ballverlust, für den ich nichts kann. So, bitte jetzt zu Cafaro. Okay, jetzt nicht mehr, jetzt ist er gedeckt. Wie soll er da dran kommen? Spiel ihn doch links am Spieler vorbei. Er kann doch gar nicht an den... Guter Kopfball. Leute, ihr wollt mich echt verarschen, gell? Da kriegt man schon mal so einen guten Start geschenkt. Und wir tun alles, damit es überhaupt nichts gebracht hat. Grrr. Können wir jetzt bitte anfangen, ordentlichen Fußball zu spielen? Jetzt zu Peitz, jetzt zu Salah. Ja. Gut für uns. Boah, der Peitz und seine Ballannahmen, gell? Gute Sache, dass Elliot da weggeht und der kleine Cafaro zum Kopfball geht. Das ist überaus sinnvoll. Ich komme überhaupt nicht zum Spielen hier. Wieso kann ich da nicht Salah nehmen? Wieso muss da Cafaro hingehen? Oh, wie der Cafaro sich bemüht. Hier, da, nimm ihn. So. Ja, Cafaro. So geht das. Nicer Pass übrigens, Salah. Gerne öfter. Boah. Perfekt. Und wie er ihn auch annimmt. Ja, richtig realistisch. Der Torwart macht einfach auch einen guten Job da. Oh Mann, was für ein Kackspiel. Wow, und so habe ich ihn noch nie jubeln sehen, den Herrn Jupkes. Der geht richtig ab. Ist richtig Feuer drin hier. Das sage ich gerade noch. Cafaro ist ein bisschen unauffälliger geworden. Und was macht er jetzt? Reaktion zeigen. Das ist schön. Gut, also jetzt bitte nicht weitermachen mit dummen Pässen. Sondern einfach... normalen Fußball spielen. Peitz, du machst auch keinen guten Eindruck. Das ist somit die letzte Position, wo man sich solche technischen Sachen erlauben darf. Werde ich mal vielleicht das nächste Spiel auf Moll setzen. Naja, der muss halt schnell gespielt werden. So, Steinhardt. Da unten ist Platz für Salah und da unten ist noch mehr Platz für Lex. Auf geht's. Grimaldi.
gut den Ball behauptet. Ja, schade. Hat sich jetzt nichts mehr daraus ergeben, leider. Salah weiß nicht wohin. Läuft mal die Grundlinie lang, Elliot! Genau dafür habe ich ihn haben wir ihn gekauft. Das ist ein Kopfstoß, ey. Oh, ja, perfekt. Ah. Kolk hat da auch keine Chance. In seinem reichlich bedruckten Trikot. Danke. Sehr schön. Drei Tore in aller Halbzeit. Ist man gewöhnt, wenn man Fan von Mainz ist. Ja, hat ja gestern gegen Gladbach auch mal wieder super geklappt. So, jetzt. Hier ist wieder Cafaro. Cafaro! Schönes Dribbling. Kaga spielt übrigens auch mit. Der hält sich noch ein bisschen bedeckt. Steinhardt zieht hier mal schön rein. Grimaldi aus der Drehung. Und Elliot. Schade. Hätte auch besser für uns ausgehen können. Okay, der wird uns geschenkt. Heiz, Ballverlust. Cafaro. Also der Peitz hat, glaube ich, safe als Note eine 5 in der Halbzeit. Und auch nur, weil 6 körperliche Abwesenheit wäre. So, Elliot. Jetzt Peitz. Jetzt mal einen guten Ball auf Kaga. Auf geht's. Steil, aber okay. Elliot unten. Ist es schön, Freunde. Ist das schön. Und der Typ knipst richtig gut. Und schon das 5. Tor. In diesem Spiel. Bam. Jo. Warum einfach reinschieben, wenn man ihn auch unter die Latte hämmern kann? Also, komm schon. Elliot, Cafaro, Grimaldi. So. Was ein Spiel. Hilfe. Jetzt ist erstmal Halbzeit. Und es knistert und knistert. Aber bei 5 Toren auch kein Wunder. Wow, so eine Halbzeit. Was sagen die Statistiken? Erstmal aufgeben. Bringt eh nichts. Effiziente Chancenverwertung, auf jeden Fall. Wiesbaden hat mehr Ballbesitz. Ja, doch, mit dem geilen One-Touch-Football, den irgendwie jeder Club aus der 3. Liga kann, ist es, ja, stimmt. Schade. Hätte er fast gehabt. Peitz macht schön den Weg zu hier. Jetzt ist er wieder offen und, er hackt daneben. Er hackt schon wieder daneben. Komm schon, Peitz, ich glaube an dich. Grimaldi muss mal ein bisschen Zeit rausholen. Macht er gut. Oh ja. Genau das Umschaltspiel will ich sehen. Genau das will ich sehen. Lex. Grimaldi. Und der muss halt eigentlich drin sein von Lex. War nicht sehr gut geschossen. Hat sich ein bisschen viel Zeit gelassen. Aber Hauptsache, er macht den Laufweg. Und der Ball kommt an. Das ist das Wichtige. Da ist er wieder. Steckt ihn durch zu sich selbst, anscheinend. Jetzt gegen Mockenhaupt. Okay, der Ball ist futsch. Und bleibt auch futsch, Fragezeichen. Scheffler, ja, Salah, genau so. Kaga ist irgendwie noch nicht wirklich im Spiel. Beziehungsweise das Spiel ist ziemlich an ihm vorbeigegangen, aber es ist halt auch mal so. Muss ja auch mal sein. Der ist eigentlich haltbar, mein lieber Herr Bohnmann. Sah zumindest sehr haltbar aus. Brandstecher.
Simon Brandstätter? Ist er das? Name sagt mir irgendwas. Gucken wir uns das Tor nochmal an. Okay, ich nehme es zurück. Aus der Distanz kann man da nicht so viel ausrichten. Obwohl, wenn er sich nicht einfach hinfallen lässt, vielleicht kommt er da dran. Aber ist okay so. Da steht ein SV Brandstätter. Ich schätze mal, er ist es. Wir haben immer schön viel Platz nach dem Anstoß. Okay. Der wurde uns jetzt sehr geschenkt. Nein, da sollte der Pass zu Cafaro durchkommen. Peils, das wäre wichtig. Stark. Oh mein Gott. Okay, er hätte, glaube ich, gerade so gegen das Lattenkreuz, Dreieck, Ecke gekracht. Wir machen mal Folgendes. Ja, Cafaro hat sich einfach die Auszeit verdient. Wir bringen mal Kusu. Hm? Wie wär's damit? Kannst du auch links spielen? Nein. Kannst du links spielen? Ja. Irgendwann weiß ich das auswendig. Kusu kommt rein. Den hatten wir schon lange nicht mehr. Er hat im ersten Spiel gespielt und danach, glaube ich, gar nicht mehr. Vielleicht in dem Spiel, wo wir so viel rotiert haben. Aber das weiß ich gerade nicht mehr genau. Und Kaga mal ins Mittelfeld schmeißen, damit wir den mal ein bisschen mehr erleben dürfen. Oh, oh. Was ein Bällchen. Was ein Hammerpass. Und Wolf Huf würde jetzt sagen, es ist ja doch ein Torwart. Ja, ja. Aber ein schlechter, sonst könnte er... Nein. Ich wollte gerade mit Kusu abziehen. Was ist denn passiert? Offensivfoul? Ist jemand hingefallen? Hm. Ärgerlich. Jawohl, Jungs. Wir kommen besser in die Zweikämpfe rein, auf jeden Fall. Ich leite hier mal weiter. So, Kusu. Tempo. 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 Mach selbst. Ruhig mit deinem starken Fuß, mein Freund. Dann wird's auch gefährlicher. Aber okay. Ist okay, noch haben wir die 2-Tore-Führung. Ja, wir spielen uns echt schön die Situation raus. Schade, Kusu. Und Elliot arbeitet super mit nach hinten. Gefällt mir richtig gut. Oh, Wiesbaden hat ein bisschen keinen Plan, was sie machen sollen. Nein. Puh, nein. Dummer Ballverlust, da habe ich einfach zu lange überlegt, was ich machen will. Jawoll. So, jetzt Kager. Flügt durchs... Hallo. Das darf man sowas von pfeifen. Das ist mindestens gelb. Und der Peitz kriegt jetzt mal einen Moment des Verschnaufens. Und ich glaube tatsächlich ein Ziereis wäre jetzt angebracht. Es gibt nur gelb für Wachs. So. Kusu versucht es jetzt mal aus der Distanz. Achtung. Er kriegt ihn nicht mal hoch. Moll hat Bock. Und CS hat auch Bock. Haben ja auch noch die Energie, um Bock zu haben. Tietsch Rivero. Du spielst bei Wiesbaden mittlerweile, okay. Grimaldi. Krass. Ah, wenn er den weiterleiten kann. Grimaldi! Stark, Grimaldi. Nach hinten. Wunderbar. Okay. Da geht der Karga. Und da ist Grimaldi. Mutterseelen allein.
und hat ihn leider blöd angenommen, aber der Joker hat gestochen. Ah, diese Ballannahme. Und dann kullert der Ball irgendwie über die Linie. Die Torhüter lassen sich heute einfach, die fallen zusammen wie so ein nasser Sack. Nix mit Parade. Okay, ja, krass. Und es ist immer noch ein bisschen Spielzeit da, also vielleicht kommt ja noch was auf der einen oder anderen Seite. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal froh, dass wir 3 Tore Vorsprung haben. Ist dann doch beruhigender. Kusu, Tempo. 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 Du bist schneller als Mark Wachs. Der hat schon gelb. Das ist ihm anscheinend egal. Wer kommt denn da? Und da unten? Wow. Da wird er erstmal ausgepfiffen. Ja, also. Ja, sorry. Lieber Stefan Lex. Ich glaube, das heißt Stefan. Das ist, ja. Weiß er selbst. naja. Aber super Angriff. Echt krass. Der ist in 9 von 10 Fällen drin. Und die nächste Welle kommt. Über Kusu. Ich glaube, Lex kriegt eine zweite Chance. Lässt einen aussteigen. Und haut ihn auch vorbei. Ich wollte jetzt aber auch mit Lex. Aber, boah, was ein Offensivfeuerwerk wir hier abbrennen. Das ist ja hervorragend. Da hat sich die Mannschaft wahrscheinlich einiges anhören müssen nach dem 4:2 gegen die Hanse. Nächste Aktion. Ja, da kann er nicht drankommen. Aber wieder schön rausgespielt. Also die Laufwege sind auf jeden Fall da. Wiesbaden lässt es auch größtenteils zu. Aber gut. Bei dem Spielstand hätte ich, glaube ich, auch nicht mehr wirklich Bock, irgendwas zu tun. Der Mockenhaupt ist aber solide da hinten drin. Wow, und das war mal eine Idee zu Martinovic. Er bringt ihn sogar aufs Tor. Irgendwie. Und eine letzte Aktion gibt es noch. Kusu kriegt den Ball in den Lauf geprügelt. Muss jetzt aufpassen, dass er nicht zu schnell ist. Wird nicht angegriffen. Und legt ihn zurück auf Moll. Schade. Aber was soll's. Nur 5:2, muss man am Ende sagen. Aber, also, krass. So effizient wie in der ersten Halbzeit gespielt haben. Was wir da für Chancen rausgespielt haben, das ist echt, hat Bock gemacht. Da war eigentlich jeder Angriff richtig, richtig gefährlich. Unsere Fans wünschten den Gästen auch jetzt einen herzlichen Abschiedsgruß. So gehört sich das. Ja, und damit ging's los. Gespanntes Schweigen. Und der Jubel! Und das Knistern. Oh, dieses Knistern. Bitte EA, fixt es doch endlich. Aber gut. Hauptsache, schön hier in Ultimate Team reinbuttern. Normale Spiel-Patches bringen ja kein Geld. So viel dazu. Okay. Uerdingen hat gewonnen, das heißt, wir haben jetzt noch einen Punkt Vorsprung. Aber, also, was eine Saison bis jetzt, ha? Wo ist Wiesbaden? 11. Oh, und Hansa ist auf dem aufsteigenden Ast. Mittlerweile 9. Und unser nächstes Spiel geht gegen Haching. Die habe ich, glaube ich, relativ weit unten gesehen. Sie waren genau in der Mitte. Wer war das dann unten? Andere Vereine. Irgendwas Rotes. Keine Ahnung. Armes Kaiserslautern. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. War's ein Spiel.
Und wir sehen uns dann zum nächsten Spiel, was tatsächlich schon jetzt am Mittwoch ist. Krass, wenig Pause, also wahrscheinlich Rotation angesagt. Alles klar, wir sehen uns dann. Tschüss.